Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, erstmal einen kurzen Überblick verschaffen hier. Wo waren wir denn letztes Mal stehen geblieben? Ich muss mich jetzt ja auch leider ein bisschen beeilen, weil es ja die heutige Folge ist, weil ich ja nun mal wieder eine kleine Schnarchträne bin. Und es wird schon wieder dunkel, wie es aussieht. Finde ich jetzt nicht so pralle. Aber na gut. Eigentlich können wir jetzt die Tür hier auch langsam mal abreißen. Und eigentlich müssen wir auch das Bett mal wegmachen. Ja, ich habe ja in den letzten Folgen gefragt, wie es aussieht. Ob das vielleicht jetzt schlimm ist, wenn wir einfach mal die Monster während der Bauphasen ausmachen. Und habe jetzt so gesehen keine Antwort gekriegt, weil... Ja, wie gesagt, die Resonanz meiner Videos ist jetzt nicht so hoch. Erreicht nicht so viele Zuschauer, demnach hat auch keiner was gesagt. Deswegen würde ich sagen, kann auch keiner meckern. Wenn wir das jetzt einfach mal so machen. Und dann können wir schön gemütlich jetzt durchackern. Holen wir hier mal noch eine Schaufel. Ach ja, ich finde ja die YouTube-Musik total entspannt gerade. So, wir reißen hier wieder ein bisschen was weg auf jeden Fall. Es muss ja sowieso dann nachher alles weggerissen werden. Auf jeden Fall stellen wir hier... Ach, unser Bett steht ja noch hier. So. Schnappen wir uns unser Bett. Stellen das diesmal hier hin. Die Tür können wir auch von mir aus wieder reinmachen. Vielleicht diesmal richtig, nicht so wie letztes Mal, so halb. Zack, gehen wir schon auf eine Runde heiern. Und dann ist schon der nächste Morgen. Schön. Und die Steine da oben kommen jetzt, glaube ich, nicht mehr so ran. Tür zu. Und dann schauen wir mal. Der Plan war ja, dass wir hier vorne die Wand drei breit machen. Also nicht drei breit, sondern dass wir hier drei Fenster machen. Genau, und hier hatten wir ja auch schon drei. Demnach ist ja die Front sozusagen auf der Seite schon mal fertig. Das heißt, warum schleppen wir eigentlich so viel Eisen rum? Und überhaupt, was ist hier los? Warum haben wir so viel Pflasterstein dabei? Ach ja, weil wir in der letzten Folge den halben Berg weggerissen haben. Ich erinnere mich. Dann holen wir hier noch ein bisschen was rein. So, und dann können wir hier mal wieder ein bisschen Erde ablagern, ablegen, ab, ihr wisst schon und so. Dann machen wir aus den Steinen ein paar Steinziegel. So, obwohl wir eigentlich noch genug haben. Hier, drei Stacks. Packen wir mal hier mit hin. Dann haben wir hier auch noch welche. Und jetzt müsste ich theoretisch überlegen. Wir bräuchten auf jeden Fall Holz. Baumstämme. Haben wir nicht. Geil. Gut, dann werden wir jetzt los. Und noch ein bisschen Holz sammeln. Wir haben ja auch so jetzt alle Setzlinge gesetzt. Guck mal, da sind Bäume, da ist ein Baum. Holz mal wieder alles ab. Müssen wir was gucken, dass wir jetzt diese Setzlinge wieder mitnehmen. Wir müssten uns mal so eine kleine Baumfarm erstellen, weil die werden wir jetzt hier echt brauchen. Kann ja nicht sein, dass wir jetzt hier jedes Mal irgendwo in der Weltgeschichte rumrennen, um mal ein paar Bäume abzugrasen. So. Der hat jetzt hier noch nichts für uns. Gut, dann gucken wir erstmal weiter. Da ist noch ein... Ah ne, das ist doch... Nee. Hä? Mutantenbaum. Genau. Oh, da mal, da ist ein großer Baum. Ein Riesenbaum. Ja, siehst du, den nehmen wir doch mal mit. So, und dann nehmen wir hier das ganze Holz mal mit. Oh, ich hasse ja irgendwie so eine Bäume, wa? Da fehlt mir ehrlich gesagt wieder die Timbermod. Aber gut, kann man halt nicht ändern. Müssen wir mal gucken, dass wir den ganzen Baum irgendwie weggeholzt kriegen. So. Bisschen nach oben. Dann nehmen wir hier noch ein bisschen Holz mit. Das kommt alles mit. Wir werden das Holz auf jeden Fall brauchen. Und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht mit uns und unserem Häuschen. Unserer kleinen Residenz. Na komm. Hier, komm. So, da ist noch Holz.
Da drüben sehe ich auch nochmal was. Das ist weg. Okay. Vielleicht nehme ich nicht immer die Axt, die nutzt sich ja dadurch auch so ein bisschen ab. Aber es sieht, glaube ich, soweit ganz gut aus. Naja, gut. Schauen wir mal. Wir sammeln hier erstmal den ganzen Stuff ein. Holz. Er war auf jeden Fall sehr ergiebig, der Baum, muss ich schon mal sagen. Hat mir gefallen. So, dann reißen wir den hier auch noch weg. Und dann schauen wir mal, wie weit es uns jetzt Glück gebracht hat. So, dann schauen wir nochmal hier oben bei dem Baum. Hier war das gar nicht. Wo war das? Verdammt! Hier. Und dann demnach auch, ja. Hier, genau, hier sind noch ein paar Setzlinge. So, die pflanzen wir hier natürlich gleich wieder ein. Dann müssten hier auch nochmal welche sein. Also einer, wow. Aber hier haben wir auch nochmal einen Baum. Ein Bäumchen. Reißen wir ab. Kein Problem, nehmen wir mit. So. Da ist auch nochmal einer. Setzen wir hier nochmal einen hin. Nehmen wir alles mit. Ja, wir müssen gucken, also wir haben auf jeden Fall einiges vor uns. Eine kleine Baumfarm müssen wir uns jetzt hier anlegen, damit das hier mal ein bisschen vorangeht. Und, ja, und dann auch so, wir müssen ja vielleicht mal ein paar Rohstoffe irgendwie rankriegen, sodass wir halt nicht jedes Mal losziehen müssen, um irgendwas zu besorgen. Sondern einfach mal, dass wir dann da hingehen, zack, brauchen Holz, alles klar, schnappen wir uns und dann passt das. Ja, mit der Timbermod wäre das natürlich alles nochmal ein bisschen einfacher. Also ich hoffe wirklich, dass das mit, dass das irgendwie alles mal wieder so, ja, jemand hinkriegt, dass man hier wieder Mods installieren kann. Weil der Plan von den Minecraft-Erstellern war ja eigentlich, Minecraft modfreundlicher zu machen. Tja, und leider ist ja nun bei der Version genau das Gegenteil passiert. Also Mods gibt es jetzt keine mehr. Man kann natürlich auf eine alte Version ausweichen. Aber das will ich ehrlich gesagt gar nicht. Also wir versuchen hier aktuell zu bleiben, versuchen jetzt hier durchzuboxen ohne Mods. Und bis jetzt klappt es eigentlich auch ganz gut. Ich meine, wir haben die Koordinaten, gut, Holz hauen dauert jetzt so gesehen ein bisschen länger. Aber was soll es? So, jetzt müsste unser Axt ja bald mal die Hufe hochreißen. Quasi jetzt. Da war sie weg. So, es reicht aber auch. So haben wir denn noch. Wir haben noch Setzlinge bekommen. Sehr gut. Da ist noch mehr. Da ist noch einer. Die setzen wir hier wieder schön hin, die Setzlinge. Guck mal, wir haben ja gar nicht mal so wenig Bäume. Vielleicht habe ich einfach nur an den falschen Stellen geguckt. Ich Blindfisch. Aber gut, was soll es? Was haben wir jetzt? Ja, ein bisschen mehr als ein Stack. Anderthalb fast. Damit kann man arbeiten. Das lässt sich machen. So, nebenbei bequem hinsetzen. So. Hier haben wir auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, warum wir nach Kohle gesucht haben. Wir haben so viel Kohle hier überall. Das ist unglaublich. Und da backt die Welt wieder so ein bisschen vor sich hin. So, wo haben wir denn jetzt hier angefangen zu bauen? Ja, das schafft nur ich wieder, mich hier zu verlaufen. Bestimmt in die Richtung. Wir laufen jetzt wieder voll in die falsche Richtung. Aber ist egal. So wird eine kleine Erkundungstour draus, wenn auch unfreiwillig. Hey, nee, hier war das nicht. Aber doch, da haben wir ja einen Baum gefällt. Hä? Was soll's? Verwirrt mich jetzt mal nicht hier, meine Freunde der Sonne. Hm. Aber können wir gleich nochmal gucken, ob hier noch ein paar Setzlinge rumliegen. Da ist noch einer. Und da ist auch noch Holz. Mensch, wir haben hier Holz übersehen. Das gibt's ja wohl nicht. So, die werden auf jeden Fall alle wieder angepflanzt. Wir brauchen Holz. So. Und hier war das doch schon. Hier unten. Autsch. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie bauen wir uns denn? Wir müssen uns hier hochbauen irgendwie. Nein. So. Und dann ist ja quasi hier... Quasi. Hier ist ja denn die Überleitung für unser Häuschen. Das heißt, wir brauchen hier Erde.
Und zwar bis hier. Und dann gehen wir hier hoch. So. Und dann machen wir das Ganze so. Wobei wir dafür in notfalls auch normales Holz wählen können. So. Da ist das erste schon mal weg. Also ihr merkt ja, also Holz braucht man eine Menge. So. Klick, klick. Dann machen wir das Ganze auf der anderen Seite auch nochmal. Und dann ist unser Holz schon wieder, unser Holzvorrat schon wieder quasi aufgebraucht. Ich muss aufhören, quasi zu sagen. Das nimmt ja hier Überhand. So. Dann bauen wir hier die Erde weg. Wobei das nicht vielleicht sogar ein bisschen zu hoch ist. Ich weiß das gerade gar nicht. Aber da schauen wir mal. Wir gucken uns gleich mal das Gesamtbild an. Das war unsere Schaufel. Haben wir denn noch irgendwas Schaufelähnliches? Nö. Ein Holzschwert, ein Steinschwert haben wir. Eine Lederkappe. Okay, gut. Dann machen wir uns jetzt hier mal ein bisschen was Neues. Haben wir denn noch Sticks? Haben wir bei. Alles klar. So, was ist hier los? Out of Kohle. Kohle nehmen wir auch noch mit. So. Die Erde nehmen wir auch mit. Haben wir ja nicht genug, wa? So. Und dann Sticks. Eine neue Axt brauchen wir auf jeden Fall. Wobei eine erstmal wirklich reicht. Ach, wir haben ja noch die Steinaxt. Mann, guck mal, wie blöd der ist. Was wollte ich denn jetzt machen? Schaufeln. Schaufeln. Genau. Wir haben ja noch eine Steinschaufel. Oh. Ich stehe heute völlig auf dem Schlauch. Das ist ja unglaublich, ja. Okay, soweit haben wir erstmal alles. Dann müssen wir mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt hier so machen. Und so. Und dann können wir quasi... Ja, wir brauchen auf jeden Fall Glas. Glas brauchen wir. So. Hier natürlich das Gleiche. Wir bauen jetzt quasi immer von zwei Seiten. Von einer Seite so, von der anderen Seite ebenfalls so. Wobei man das von innen vielleicht auch noch variieren kann. Und hier müssten wir noch mal ein bisschen was wegreißen. Sogar einen weiter noch, weil da kommt ja auch noch die Wand rein. Oh, und da haben wir gleich noch ein bisschen Kohle. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. So, hier kommt er weg. Oh Mann, ich weiß noch gar nicht, was wir mit der ganzen Erde machen. Unglaublich. Erde. Scheiß Erde. Also nicht die Erde, nicht unsere Erde. Unsere Erde ist schön, toll, super, Traum, hey. Aber die Erde hier in Minecraft, die ist, haben wir schon ein bisschen zu viel. Wie beim Alkohol hat man auch schon so ein bisschen zu viel. Ich jetzt nicht, aber sonst vielleicht. Andere auch. Fällt mich gerade voll gucken im Kopf und Kragen, also okay, ich halte jetzt die Klappe. Nee, Quatsch. So, wir reißen das hier auf jeden Fall weg. Dann wird hier eine Wand reingezimmert. Die Kohle nehmen wir dann natürlich mit. Das ist natürlich gar keine Frage. So, ach ja, ich mag das Lied. Das sage ich in jeder Folge. In jeder Folge habe ich irgendwie ein Lied, was ich toll finde. Unglaublich. So. Und ich möchte mich auch nochmal entschuldigen, dass heute die Folge vielleicht ein kleines, ein kleines bisschen Verspätung hat. Aber wie gesagt, ich nehme jetzt die heutige Folge quasi erst auf. Geplant ist, dass ich die bis 18 Uhr raushaue. Jetzt ist es 15.58 Uhr, wenn ich quasi jetzt nach dem Aufnehmen die Folge direkt hochlade, könnte das natürlich locker machbar sein. Und das war falsch. Da muss nämlich noch Erde reinziehen. Wir machen den Gang jetzt hier nicht ganz so breit. So, nehmen wir das mit. Kommt hier nämlich hier nicht. Dann kommt die Erde hin. Ein bisschen Pfusch am Bau und dann
ziehen wir quasi hier unsere Wand rein. Die kann man natürlich auch dann vielleicht unter Umständen noch aus Holz machen. Hier kommt dann der Fußboden rein, quasi wie hier. Quasi. Wie breit haben wir das Ding? 1, 2, 3, 4, 5. 5 breit ist perfekt. So, dann reißen wir hier noch alles weg. Und dann haben wir quasi schon mal, dann haben wir schon mal einen Gang, sozusagen. Jetzt wird das Wort einfach ausgetauscht. Oh, und wieder reißen wir unser Schlafzimmer weg. Wir müssen uns echt was einfallen lassen. So vorübergehend kann man das immer mal machen, aber gut, jetzt sind wir ja eh ohne Monster unterwegs, da müssen wir jetzt nicht notgedrungen schlafen und das geht dann auch immer noch an der frischen Luft. Aber halt auch nur im Notfall. So, hier kommt alles weg, alles weg. Kam hier, war hier nicht irgendwo unser Aufstieg? Nee, der war woanders. Gut, dann ist das alles gar nicht mal so schlimm. Die muss auch noch weg. So. Wieder weg mit der Tür. Komm, jetzt lassen wir es auch weg. Wir gehen uns mal eben schlafen, damit es vielleicht ein bisschen heller wird. Weil ich habe ja bis jetzt auch noch keine Fackeln so wirklich gesetzt. Ich habe auch, glaube ich. Doch, wir haben Fackeln. Och, ist ja super. Mensch, wir haben ja Fackeln. Denn Fackeln waren nicht lange. Boah. Und setzen die mit ganz viel Liebe mal hier so hin. Na ja, mal gucken, je nachdem, wie viele Rohstoffe wir dann auch haben, können wir ja dann vielleicht auch das Ganze durch Glowstone ersetzen. So. Haben wir schon wieder 20 Level, haben wir geil. Aber die bringen uns ja im Moment noch nicht so viel. So. Jetzt wollte ich gerade mit der Werkbank gucken, ob da noch was los ist. So, die Steine verarbeiten wir natürlich wieder alle. So. Was ist das für ein Lied? Ach, von YouTube. Alles klar. Ist auch so ein schönes, gute Laune-Lied. Guck mal, hier haben wir noch mehr. Zack. So, die Treppen brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir müssen echt gucken wegen dem Holz. Das ist nicht mehr feierlich. So, dann haben wir jetzt quasi hier die Wand. Mal kurz überlegen. Ich habe das ja in der Kopie mal alles so ein bisschen anders gemacht. Und habe dann festgestellt, dass mir das gar nicht mal so gut gefällt. Und dann ändert man natürlich spontan im Let's Play auch mal ein bisschen was. Jetzt muss ich erstmal gucken, auf jeden Fall, dass wir hier. Guck mal. Na, ich sag's nicht. Sozusagen, wir müssen ja auch hier noch eine Decke reinziehen. Die Frage ist, ab wo? Ich glaube, höher als 3 muss die gar nicht mal so sein. Ah, die Decke wird ja auch eh 2 hoch, wenn wir wirklich Glowstone setzen wollen. Dann muss ja die Decke 2 hoch sein. Also machen wir jetzt das so. Und dann kann man hier beliebig Glowstone setzen. Das ist ja quasi. Ich will dieses Wort ständig sagen. Aber ich sag's nicht. Hier ist ja die Etage, wo denn unser Lager reinkommt. Zumindest hatte ich das jetzt so auf dem Schirm. Wow, schon ein Stack Holz verballert. Na, Hammer. Hammer. Vielleicht gehen wir auch einfach mal bei Gelegenheit auf eine große Holztour. Einfach nur Holz sammeln. Das wäre awesome. So, Fleisch, Erde. Ja, ein bisschen Baumstämme haben wir noch. Die müssen wir jetzt wirklich verballern hier. Mann, finde ich nicht so pralle. Aber gut. Ja, dann gehen wir halt nochmal los bei Gelegenheit. Und sammeln etwas Holz. Etwas hat mir gefallen. Eine Menge. Wir müssen eine Menge Holz sammeln, meine Freunde der Sonne. Und dann schauen wir mal weiter. Und ich habe auch, fällt mir gerade so ein, einen Fehler bei der Wand gemacht hier. Weil hier kommen ja dann auch wieder Baumstämme rein. Aber es ist halt nur so ein kleines Design-Ding. So, ich würde mal sagen, wir gehen mal irgendwie jetzt
Weil wir verteilen hier erstmal die Kohle nochmal komplett. Da ist noch drin. Machen wir hier nochmal ein bisschen rein. Hier nochmal ein bisschen rein. Und hier nochmal ein bisschen rein. Haben wir denn noch irgendwas zum Verbraten? Ein rohes Hühnchen. Nö. Gut, dann hauen wir hier das Hühnchen rein, ist ja kein Problem. Rip. Ah, hier haben wir noch Erde. Dann hauen wir die auch noch hier rein. Die Sticks behalten wir mal. Die Werkbank nehmen wir mal mit. Man kann ja nie wissen. Vielleicht nehmen wir noch ein bisschen... Ach, Eisen brauchen wir jetzt nicht. Wir haben jetzt eine Axt, also zwei Äxte, drei Schaufeln. Ja, 0,5 Spitzhacken. Ja, so ein bisschen haben wir. Die Pfeile nehmen wir vielleicht nochmal mit. Hier haben wir nur Fichtensetzlinge. Mann, ist doch Kacka. Ist Kacka. Gut, aber was soll's. Ja, dann würde ich sagen, machen wir einfach mal in der nächsten Folge so eine kleine Tour. Ich stelle mich in die Ecke und würde mich freuen, wenn wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Macht's gut, bis denne und tschaußen.